I'm Batman. Das wird nie langweilig. Der komische Magier hat seinen Teil des Plans, des Deals, gut eingehalten. Alles ist verzaubert bis dort hinaus, inklusive Schwert, Axt und sogar Pickaxe. Ich habe es natürlich dabei nicht gelassen, sondern auch angefangen, diese ganzen Sachen zu upgraden. Was in solchen schicken Sachen resultiert. Hier drauf ist nämlich jetzt Travel. Außerdem habe ich gerade auf die Werkzeuge schon einiges an Stromspeicher drauf. Und auch hier auf der Rüstung ist es immerhin schon alles auf Stufe 3. Das heißt, dieses Zeug frisst statt Schaden nur ein wenig, ja, es verbraucht nur ein wenig Energie. Außerdem erhöht das die Panzerung noch. Wir können dann immer hierher kommen und den ganzen Kram hier schön in einem Rutsch aufladen, wieder anlegen. Und das können wir mit allem hier machen. Das ist verdammt praktisch. So. Der Magier hat also seinen Teil des Deals eingehalten. Außerdem haben wir von dem noch einen Brief bekommen. Den gucken wir uns mal auch gleich noch an bei der Gelegenheit. Yep. Von ihm. Hey, ich habe das hier in einer Nether-Festung gefunden. Vielleicht kannst du es ja brauchen. Swapping Wand. Aha. Das könnte tatsächlich verdammt praktisch sein. Dieses Ding läuft auch mit Strom. Deswegen hat er es mal wahrscheinlich gebracht. Kann er ja selber nichts mit anfangen, ne? Von Strom hat der doch keinen Dunst. Der zieht immer noch brav den Motor auf, den ich ihm dahinter gestellt habe für sein Forestry-Zeug. So, gucken wir mal. Das funktioniert. Der frisst auch ordentlich Strom. Und mit dem sollte ich dann in der Lage sein, schnell Blöcke durch andere Blöcke zu ersetzen. Wir könnten mal sehen, ich habe hier den Boden noch so ungleichmäßig. Das sollte eigentlich alles dieser Tyrian hier sein. Machen wir uns mal ein wenig mehr davon. Das ist kein großer Akt eigentlich. Habe ich irgendwo noch eine Chisel rumliegen? Ja, Tatsache. Die ist allerdings schon on its way out. Ziemlich kaputt. Schauen wir mal. Wir brauchen Shiny Plates, ist das, glaube ich. Sagt er uns nicht. Ups. Jupp. Da ist das Ding auch schon kaputt. Und für viel hat es nicht mehr gereicht. Obwohl doch einiges. Oh. Seht ihr, wo der Balken mittlerweile ist? Da hat irgendjemand schlappig programmiert. Gut, wir sollten, wie gehabt, dieses Ding abspeichern können. Und dann, jawohl, hier über... Wie stelle ich das ein? Wie groß der Bereich ist? 3x3. Immer noch 3x3. Oh, Mode Key. Habe ich nicht. Aber das geht schick und sehr schnell und auf einmal. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und holla hat das Ding Strom gefressen. Nicht von schlechten Eltern. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Jawohl. Dann sieht das hier auch schon mal wieder ein wenig ordentlicher aus. Na, geht leider nicht da oben rein. Egal. So, nachdem der Magier uns auch noch beschenkt hat, sollten wir mit seiner Bahnstrecke mal wirklich in die Gänge kommen, damit ich hier auch meinen Teil des Deals einhalte. Was geht eigentlich hier schon wieder ab? Obsidian, wo vorher die Tür war und jetzt die Tür dafür einfach versetzt. Was ist denn da schon wieder für eine Geschichte dahinter? Dieses Magierpack. Seltsame Leute. So. Wir brauchen Stahl. Natürlich brauchen wir Stahl. Wer hat jemals ohne ordentlich Stahl eine Eisenbahn gebaut? Geschweige denn eine Lokomotive. Ach ja, übrigens habe ich ein Gleiter-Upgrade in dieses Ding rein. Ich kann jetzt höher springen. Nee, praktisch.
So, hier war der Slag, hier, jawohl, es sind fast 2 Stacks Stahl. Damit kommen wir ein Stück weit. Wollen wir doch mal sehen. Die Lokomotive, wie ging die denn? Wir sind natürlich in Railcraft unterwegs, wenn wir hier Lokomotiven bauen wollen. Wir können später auch noch hübsche Shader auf die entsprechenden Anhänger, auf die entsprechenden Loren machen. Aber wir machen eine Dampflok erstmal. Furnaces, Minecarts, Stahlplatten und Iron Bars. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Machen wir uns hiervon gleich mal welche. Und dann brauchen wir... Dann brauchen wir nur noch ein wenig Eisen von hier für die Iron Bars. Und ein wenig Cobblestone für die Öfen. Haben wir zufällig noch alte Furnaces rumstehen? Nein, haben wir nicht. Sowas entsorgt man ja auch irgendwann. Braucht man ja nicht. So. Iron. Ich wundere mich, dass ich nirgendwo mehr solche Gitter herumliegen habe. Aber gut. Damit hätten wir Schritt 1, die Dampflokomotive selbst. Nun wäre es wahrscheinlich ganz gut, gleich mal einiges an Gleisen herzustellen. Wir brauchen nicht gleich solches übertriebenes Zeug hier. Zumal das ziemlich aufwendig herzustellen ist. Es reichen fürs Erste auf jeden Fall normale Iron Tracks. Für reguläre Tracks brauchen wir eine Menge solcher Standard Rails. Und die können wir dann auf diese Art mit diesen Dingern, den Wooden Railbeds, weiter verkraften. Dafür werden wir einiges an Creosote brauchen oder wir müssen einen Carpenter hierfür verwenden, in die wir das Zeug reinpacken. Vielleicht ist das keine ganz schlechte Idee. Ja, ich würde sagen, wir hauen uns so einen Carpenter her. Und dann einen Tank mit Creosote Oil. Das wird das Einfachste sein. Carpenter, wie ging denn das Ding nochmal? Wollen wir nochmal sehen. Wir brauchen einiges an Bronze. Magier, du hattest doch eine Menge Bronze immer rumliegen. Warum auch immer. Ja, kann doch damit eh nichts anfangen. Bronze. Na, wo geht's zu meiner Bude? Hier. Ich liebe dieses Schwert. Unglaublich praktisch. So. Sturdy Casing, check. Und Carpenter, check. Sehr gut. Den können wir zum Beispiel hier hinpacken. Bekommst du Strom? Hervorragend. Creosote Oil haben wir zu Massen hinten bei unserem Stahlofen. Yep, genau hier. So, einmal Tank oben drauf. Der gibt das Zeug auch schon hier rein ab. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Slabs. Wollen wir doch mal sehen. Da haben wir sogar noch welche. Jawohl, Wooden Tie. Das dauert jetzt ein wenig, aber nach einer Weile sollten wir einiges von diesen Wooden Ties haben und dann können wir hoffentlich auch schnell ziemlich viele Schienen herstellen. Ja, das wird in der Tat eine Weile dauern. Die müssen mal fürs Erste reichen. Wir können aus 2 solcher Wooden Railbeds zusammen mit den Standard Rails schon einen ganzen Stack Schienen herstellen. Das geht also ziemlich schnell, sobald wir die Ressourcen eben mal haben. Nur die
nehmen halt ein wenig Zeit in Anspruch. Macht nichts. So, wir haben Schienen, auf denen diese Dampflok fahren kann. Wir haben die Dampflok selbst. Jetzt müssen wir das Ding noch mit etwas antreiben. Wir packen am besten Coal Coke in Dampflokomotiven. Aber dann brauchen wir noch Dampf und dafür brauchen wir Wasser. Leuchtet ein, nicht wahr? Wir müssen das Wasser auf der Strecke irgendwo herkriegen. Wir können da Stationen bauen. Und da gibt es die Wassertanks, die sich von selbst befüllen. Unendliche Wasserquellen, kleine Multiblöcke, die sehr passend aussehen für das, was wir hier machen. Wollen wir mal sehen, ob ich dieses Ding finde. Die besagten Tanks von Railcraft scheinen nicht mehr zu existieren. Sehr wohl existieren aber Reservoirs von Ender.io. Das sind auch automatisch sich wieder befüllende Wassertanks. Gut, damit hätten wir auch das mit der Wasserversorgung geklärt. Jetzt wird es Zeit, das Ganze aufzubauen. Die Leute hier am Spawn, die Magier, wollen sicher einen Bahnhof haben, mit dem sie dann in alle Welt weiterschippern können. Der wird vermutlich irgendwo hier in der Gegend stehen. Etwa hier, möglicherweise. Naja, ich kann ja mal eine einfache Bahnstation in etwa hierher packen. Ja, und dann können die immer noch gucken, ob sie es anderswo haben wollen. Wir werden noch Röhren brauchen, um das Wasser dann in die Lok zu füllen. Dafür haben wir unsere praktische Metallpresse. Jawohl. Nun denn. Dann packen wir den Kram mal hierher. Fangen wir mit ein paar Tracks an. Ich denke mir, die werden hier wohl so in die Richtung rausfahren wollen. Deswegen, ja, verlege ich die Schiene jetzt mal so. Wie gesagt, das können die immer noch ändern. Kann man alles wieder rückgängig machen, wenn man denn will. So, und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Reservoirs am geschicktesten anstellen. Ich dachte mir etwas... nee, das geht gar nicht. Moment. Okay. Das Reservoir steht schon mal. Anzeigebug. Dann müssen wir nur noch Wasser rausleiten. Dorthin, wo dann später die Lok stehen wird. Okay, ich weiß nicht, ob mir das besonders gefällt, aber es wird funktionieren. Ich hatte doch mal irgendwo Eimer dabei, oder? Ja. Dann gehen wir dieses Reservoir mal auffüllen. Einmal. Jawohl. Und zweimal. Jawohl. Und dieses Ding hält sich nun immer voll und fungiert als Tank. Sehr schön. Zeit, die eigentliche Lok herzuholen. Jawohl. Füllt sie sich mit Wasser? Funktioniert das? Offenbar nicht. Dann müssen wir da noch nachhelfen. Und einen Railcraft-Block zwischen reinpacken. Letztendlich hat es nur einen liebevollen Dreher mit der Jetta-Wrench hier dran gebraucht. Und schon hat dieses Ding angefangen sich zu füllen. Und dementsprechend füllt sich auch die Lokomotive. Sehr gut. So. Nun habe ich die ganze Sache noch ein ganzes Stück kompakter gebaut. Das gefällt mir sehr viel besser. Und ein paar mehr Schienen waren auch noch drin. Damit sollten sie doch schon ein ganzes Stück weit kommen. Ich denke, ja, das sollte fürs Erste reichen. Die Schienen verlegen müssen sie dann schon selbst, denn die wissen, wo sie hinwollen. Ich kann deren Gedanken nicht lesen. Ich bin ja kein Magier. Das ist deren Job. Eine ganz wichtige Zutat für den Kram von Railcraft habe ich noch vergessen gehabt. Wir brauchen natürlich Crowbars.
Was wäre Railcraft ohne Crowbars? Mit diesen Dingern können wir ja Loks umdrehen. Wir können aber auch Waggons aneinander hängen. Und natürlich die Loks an die Waggons. Wenn wir nun mit der Lok wegfahren würden, würden diese Dinger immer noch dranhängen. Ich habe dieses Ding hier noch weiter vorverschoben, damit hier auch Platz für Waggons ist. Dann könnt ihr hier auch gleich eine Spritztour machen. Soll mir keiner sagen, ich würde nur halbgare Aufträge erledigen. Nix da. Die Auftragsarbeit ist erledigt. Zeit, dass ich mich weiter um meine Rüstung kümmere. Ein Steel Anvil hält sehr viel länger durch als ein normaler. Das ist verdammt praktisch, denn mit dem Ding möchte ich noch so einiges upgraden. Zum Beispiel würde ich gerne auf... Moment, war das die Hose oder waren das die Schuhe? Ich glaube, das waren die Schuhe, wo Chump drauf kann. Denn schneller ist immer gut. Okay, das war's. Wir haben jetzt Chump 3 hier drauf. Was bedeutet das? Oh, Mehrfachsprung. Sehr schön. 1, 2, 3. Ja, das ist verdammt cool. Und dann, wie war das? Schneller geht auch noch. Das waren dann, glaube ich, die Schuhe, die Hose. Hier war Speed, Potion of Swiftness. Was gibt's denn eigentlich noch so? Das ist nichts Besonderes. Hier, richtig. Wir können unsere Rüstung sich selbst aufladen lassen, wenn wir eine Fotozelle in unseren Helm bauen. Ja, das ist definitiv eine Idee. Wie teuer sind die Dinger? Billig sind sie nicht. Schauen wir mal. Daylight Sensor kriegen wir hin. Ich habe hier hinten noch einiges an Slabs. Okay, das meiste haben wir tatsächlich. Basic Capacitors brauchen wir. Fused Quartz. Habe ich da schon gar keinen mehr übrig? Offenbar nicht. Da muss noch ein wenig mehr her. Nein. Verflixt. Man muss das in mehrere Slots gleichzeitig legen, oder? Und vor allem müssen wir auf Alloys Only stellen. Verflucht noch eins. Ich brauche mehr Quarz. Moment. Ja, yeah, so geht das schon eher. Alloys Only ist der Zaubertrick. Das ist natürlich kein Zaubertrick, weil Magie böse ist. So. Damit haben wir unsere Solarzelle. Und packen uns die auf den Kopf. Man sieht auch sehr schön, dass ich da jetzt so eine Zelle auf dem Kopf habe. Und sobald ich draußen stehe im Licht, lädt die unsere Rüstung ganz langsam auf. Sieht man das hier irgendwo? Na, ja, die sind noch voll, ne? Ah, hier. Hat man es gerade ein wenig hochgehen sehen. Ja. Das ist eine verdammt praktische Angelegenheit so. Wollen wir mal sehen. Die nächste Stufe davon wäre eine Advanced Photovoltaic Cell. Die ist auch noch drin. Dafür brauchen wir nur Double Layer Capacitors. Die nächste wird übel. Die lasse ich mal fürs Erste noch. Aber die hier sollte noch drin sein. Das kriegen wir hin. War letztendlich doch gar nicht so billig, dieses Ding. Für diese Dinger braucht man jeweils 4 Glowstone und 4 Quarz für einen davon. Naja, ich hoffe mal, dass es wert. Das ist zumindest die Rechnung. Andersrum. Sehr gut.
Jetzt mit grünem Kopf. Eine andere schicke Sache ist das hier. Mit einem Noteblock können wir einen Soundlocator in unseren Helm machen. Dieses Ding will ich direkt ausprobieren. Der Soundlocator funktioniert auf die folgende Art. Ich drücke auf den entsprechenden Aktivierungsknopf. Es heißt Soundlocator Active. Und nun sollte jedes Geräusch so eine kleine Note anzeigen. Was ist zum Beispiel das wohl für eins? Vielleicht war es ein Tintenfisch? Ich weiß es nicht genau. Aber mit diesen Mechanismen können wir natürlich ziemlich gut Mobs finden. Gerade Hostile-Mobs in irgendwelchen Höhlen, denen wir nachstellen. Für so etwas ist das super praktisch. Gucken wir mal, ob da noch unter diesem Hügel, wo ich öfter welche gehört habe, ob da irgendwo welche sind. Nein. Dann schauen wir mal in den Minen unten nach. Ich würde gerne sehen, wie das dann aussieht. Viel gibt er ja nicht her. Der Helm. Man sieht's ja schön, wenn man neben so einer Lavasäule steht. Jedes Blubbern erzeugt einen Klang. Und es hängt sehr davon ab, wie nah man dran ist, wie es aussieht. Je näher, desto besser sieht man das Ganze auch. Ja, das ergibt wohl Sinn. Blub, blub, blub. Ja, genau. Mal sehen, vielleicht kommen wir mal in eine Situation, wo das für uns nützlich sein kann. Natürlich will ich auch die Night Vision Brille haben. Da führt ja mal gar kein Weg dran vorbei. Dementsprechend basteln wir uns die hier noch. Eine goldene Karotte brauche ich noch. Magier, hast du Karotten? Du hast doch bestimmt Karotten. Bingo. Die eine reicht mir ja schon. Ah, und den paar Gold kannst du, glaube ich, auch locker machen. Ah, perfekt. Die reichen doch ganz genau. Als hätte er es gewusst. Vielleicht hat er gewusst, dass wir hier... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Magier ist ein Großleck, immer noch. So. Aber fürs Tränkebrauen reicht's dann doch noch bei mir. Her mit der Night Vision. Na also. Dann mal her damit. Irgendwie funktioniert das mit diesem Schwert nicht so ganz zuverlässig. Naja, gut genug. So, dann wollen wir auch das ausprobieren. Fancy. Man merkt das wahrscheinlich erst dann wirklich, wenn man in Dunkelheit ist. Dunkelheit zu finden ist nicht mehr so leicht irgendwie hier. Oh ja. Da merkt man den Unterschied doch schon sehr stark. Oh ja, das gefällt mir. Komme ich von hier aus schon raus? Nicht so wirklich. Auch hier draußen in der Wildnis ist der Unterschied doch frappierend. Es wird buchstäblich taghell. Sehr cool. So. Als Tagwerk für heute würde ich sagen, reicht das. Wir haben eine gut aufgerüstete Rüstung. Bis zum nächsten Mal bastle ich da noch ein wenig weiter dran. Und wir haben den Anfang der Zuginfrastruktur gebaut für die Magier. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht mache ich eine Zwischenstation bei mir da dran. Irgendwann. Wäre vielleicht ganz cool. Schauen wir mal. Haut rein. Und bye bye. I'm Batman. Nicht wirklich.